Das wird ein Fest, das kann ich euch jetzt schon versprechen. 6-Zylinder-Heckantrieb und 550 PS. Da kommt Freude auf. Geht der Hobel quer? Welcher Hobel macht mehr Spaß? Come on, 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 come on! Grip on Tour. Die Testfahrer Matthias Malmedy und Niki Schelle gönnen sich diesmal eine besondere Reise in zwei streng limitierten High-End-Sportwagen. So, herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Motorsports, zu unserem epischen Roadtrip mit zwei absoluten Kult-Coupés: BMW M4 CSL und Porsche 911 Sport Classic. Niki Schelle gegen Matze Malmedy. Das wird ein Fest, das kann ich euch jetzt schon versprechen. Wir starten an der Rossfeldstraße ganz im Südosten von Deutschland. Dann geht es quer durch Österreich und drei Challenges sind dabei. Zum Schluss wird nochmal voll einer rauskauen. Also, es ist mega. Der Roadtrip führt uns nach Gmünd zum Porsche Museum. Sensationell. Und dann fahren wir weiter Richtung Linz. Da geht es um das Thema Fahrdynamik, haben wir ein Testgelände gemietet. Und da werden wir die Dinger richtig ausquetschen. Ja, wer gewinnt heute den Grip Roadtrip? Geht der Hobel quer? Das gibt's ja gar nicht. So, und jetzt starten wir mal mit der ersten Challenge. Wir wollen von euch wissen, welcher Motorsound ist besser. Und das machen wir mit einer kleinen Insta-Umfrage. So, liebe Freunde des gepflegten Motorsports, Niki und ich, wir sind zusammen auf Dreh. Ja, genau. Auf der Rossfeldstraße. Und wir würden gerne jetzt den ersten Punkt vergeben bei unserer Challenge zwischen diesen beiden Fahrzeugen. Genau, wir haben hier den Porsche 911 Sport Classic und auf der anderen Seite den BMW M4 CSL. Zwei absolute Kult-Coupés, genau. Beide 550 Pferdchen. Und jetzt geht es um den Motorsound. Ihr könnt entscheiden, wer den ersten Punkt bekommt. Und zwar ist es der mit dem besseren Sound. Genau. Der Niki, der fährt jetzt die beiden Autos und dann geht's los. Getrennt voneinander natürlich. Ich will was hören, Niki. Alles klar. Erst, Sound ab. Erst CSL, alles klar. Das Problem ist, dass die Reifen halt gar keine Traktion haben bei dieser Kälte. Deswegen kann er auch nicht richtig durchladen, aber gut. Wir machen zweiter Gang, normale Geschwindigkeit, dann beschleunigt bei Matthias vorbei. Wir haben nur durchdrehende Räder. Es haben Traktion sehr wenig. Der Soundkulisse innen hört sich schon geil an. Sound ist gut. Er ist auch ein bisschen anders, ein bisschen kerniger, ein bisschen rougher, so ein bisschen dreckiger als der vom normalen M4. Also ich mag ihn gerne. Titan-Auspuffanlage, gut diese. Niki wechselt in den 911 Sport Classic. Das ist der Sound. Das ist Porsche-Sound. Das merkt jeder, dass das ein Porsche-Sound ist. Ich würde sagen, der BMW klingt besser. Klar hat der Porsche mehr Traktion, aber geklungen hat der BMW besser. Welchen Ton fandst du jetzt besser von innen? Was sagst du? BMW. So, aber wir haben hier nichts zu sagen. Genau. Wir stimmen nicht ab. Instagram stimmt ab. Ich lade das Video jetzt hoch, mache ein kleines Ding da draus und dann wissen wir, was die Community sagt. Ich sage, dass der BMW sowieso das größere Community-Auto ist. Ja, weil das einfach, ja, das ist der, keine Ahnung, der x-te Porsche, ja, den es irgendwie in der Sonderedition gibt und so weiter und so fort. Und das hier ist der M4 CSL. Und BMW ist ein bisschen erreichbarer als wie ein Porsche. Also wenn wir an die Preise denken, dann könnte man auf die Idee kommen, dass man den sich hier eher leisten könnte mit, was, 173.000 Euro? Was kostet deiner? Was kostet deiner? Wir haben hier 281.758 Euro am Start, ja? Genau. Wir warten 3 Stunden, bis das Ergebnis tatsächlich messbar ist und wirklich fair ist. Was steht dabei an? Niemand weiß, welches Fahrzeug wir fahren und währenddessen steht was an? Genau, fahren. Gänge sortieren. Bei mir manuell, du halt. Rossfeld. Auf geht's, rauf und runter.
Der Porsche 911 Sport Classic macht optisch auf 70er Jahre. Auf kompromisslosen Leichtbau wurde aber verzichtet. Das radikalere Konzept des BMW zielt dagegen klar auf Performance. BMW M4 CSL. Das absolute Kultauto von BMW, was es momentan gibt. Weil das hier ist BMW M pur. Reinsten Wassers. Wir haben dieses Auto um 100 Kilo leichter gemacht. Carbon-Mittelkonsole. Hinten Sitze raus. Nur so zwei Kuhlen für Helme. Sehr, sehr gut. Ah. Wir haben ein paar PS mehr draufgelegt. Nicht 510, sondern 550 PS hat der Kollege jetzt. Und das sorgt dafür, dass er einfach überhaupt gar keine Traktion hat. Zumindest bei Nässe. Wir haben hier einen absoluten Hypersportreifen montiert, der tatsächlich nur, eigentlich nur für die Rennstrecke gebaut ist. Das Ding soll kleben und zwar ab 70, 80 Grad Reifentemperatur. Und wir haben jetzt gerade Außentemperatur 9,5 Grad und leicht regennasse Fahrbahn. Ah, oh, oh Gott, meine Güte. Während Matthias im BMW mit einem nervösen Heck kämpft, findet Nikis Porsche dank Heckmotor deutlich mehr Grip. Der 911 Sport Classic ist ja mehr eine Anlehnung an den 911 Carrera RS 2,7 von damals. Das ist jetzt 50 Jahre her. Er hat den gleichen Endenbürzel, er ist auch ein Handschalter. Dieser hier hat zwar Turbo, aber natürlich auch ein paar Pferdchen mehr. Der früher war dafür um einiges leichter. Wir haben dann auch noch eine Besonderheit neben dem Schaltgetriebe. Wir haben 7 Gänge. 7-mal die Schaltkulisse. Beim BMW finde ich tatsächlich die Frontschürze nicht schön, weil es nicht aus einem Guss ist. Aber diese gelben Tagfahrscheinwerfer, das Heck, dieser Entenbürzel, das Carbondach, diese beiden Finnen auf dem Dach, das sieht einfach sensationell aus. Also ich finde beide Autos für sich selber schön. Man kann sie nicht direkt vergleichen. Der BMW ist der sportlichere, der Porsche ist einfach der klassischere. Beim Porsche muss ich sagen, das Auto sieht sensationell aus. Aber es sind mir zu viele Farben tatsächlich an dem Auto dran. Aber weil die eben so besonders sind, müssen sie besonders perfekt sein. So, das war doch ein schöner Ritt, Niki, hä? Ja, hatte viel Schönes, aber es ging um die Bewertung unserer Community. Yes. Welcher Motorsound ist der bessere? Jetzt schaue ich mir aufs Handy. Ich schaue auf meins, weil das ja nicht so bescheißt wie deins. Ja. Also sag an, wer hat gewonnen? Ich soll was sagen. Ist es knapp? Es ist sehr knapp. Ja, der Sieger ist der Porsche. Yes! Nein! Yes! Das gibt es doch gar nicht! Obwohl du für dich gestimmt hast. Wie viel Prozent? Ja. Riesig! 51,49 oder was? 52. 52? 48? Ja, ist doch geil. Der erste Punkt geht an den Porsche. Ja. Ja, liebe Grip-Community, danke. 1-0. Da hast du richtig hart für gearbeitet, ne, Niki? Ja, ich habe mir alles gegeben. Und herzlichen Glückwunsch dazu. Das freut mich riesig. Das freut mich sehr. Das freut mich sehr. Aua. Das freut mich sehr. Ja. Und deshalb geht unser Weg von hier jetzt nach Gmünd zum Porsche-Museum, okay, wo von diesem Fahrzeug die Wurzeln drin sind. Das ist geil. Hä? Ja, komm, let's go. Vom Punkteholer. Ja, ja, ja. Ja, Abfahrt. Das, was viele gar nicht wissen, Gmünd, das ist der Ort, wo die Firma Porsche geboren wurde. Oh, dieses Panorama ist einfach nur Weltklasse. Das ist für mich Roadtrip. In Gmünd in Kärnten checken Matthias und Niki die Gemeinsamkeiten des Sport Classic und seines historischen Vorbilds. Die Autos, die wir heute dabei haben, sind zwei absolute Kult-Coupés. Dieser Kult speist sich vor allen Dingen natürlich daraus, dass sie schärfer sind, besser, seltener, schneller. Wobei das Thema selten wahrscheinlich der größte Treiber ist. Es sind diese Kürzel auch, Sport Classic CSL. Sie sind beide Sondermodelle, sie sind beide sehr, sehr rar, sie sind beide sehr, sehr teuer. Und die zum Fahren, hey, gibt's was Geileres?
Ich fahre den Porsche 911 Sport Classic. Turbomotor, Heckantrieb, handgeschaltet, limitiert auf nur 1250 Autos. Das Ganze kostet über 286.000 Euro. BMW M4 CSL. Ein Sechszylinder-Reihenmotor mit Turboaufladung, ein 8-Gang-Automatikgetriebe, limitiert auf weltweit nur 1000 Stück. Zum Preis von 173.180 Euro. Schon in der Grundabstimmung ist das BMW-Fahrwerk bretthart. In Sachen Langstreckenkomfort ist der Porsche daher eindeutig die bessere Wahl. Erst spät am Hotel angekommen, steht am nächsten Tag direkt der Besuch des kultigen Porsche-Museums auf dem Zettel. Gmünd, da war der erste Typ 356, denn das war das allererste Auto. Das privat geführte Museum am Geburtsort von Porsche ist eine wahre Schatztruhe. Der gesuchte RS wartet im Obergeschoss. 911 Carrera RS 27. Und das Gute ist, wir sind die Einzigen hier. Wir können rein, oder was? Ernsthaft? Oh, nicht umwerfen. Ey, stell dir mal vor, jetzt passiert irgendwas. Du schmeißt einen Kieselständer drauf. Ehrfürchtig nähern sie sich der 50 Jahre alten Leichtbauversion des RS. Keine Dämmmaterialien. Auch hier wirklich alles. Keine Armlehne, nichts. Irgendwie alles Leichtbau vom Feinsten. Krass. Weil das war für den Motorsport eigentlich gemacht, hauptsächlich. Aber trotzdem ist das Ding weggegangen wie warme Semmel. Die Leute wollten es einfach. 500 wollten sie eigentlich bauen, ne? Genau. Und es sind geworden? Dreimal so viel. Ja, krass. Und am Ende gibt's jetzt in der Neuzeit doppelt so viele. Alles so viele. Fälschungen. Also das ist eigentlich schon ein bisschen komisch. Schaltgetriebe haben wir wie bei meinem. 5-Gang war damals ja so ungefähr wie jetzt 7-Gang. Ja, ja. Es war normal eigentlich nur 4. Und jetzt hat eben alles hier. Also es ist, ich fühle mich schon ein bisschen nostalgisch so angetouched. Fahren wir jetzt mit dem auch noch? Ich habe was vorbereitet, ja, weil es mein Ding ist. Und dann schauen wir mal uns das genauer an. Der radikale RS 2.7 Leichtbau ist eines von gerade mal 200 gebauten Exemplaren mit diesem Ausstattungspaket. Eigentlich viel zu schade zum Fahren. Doch draußen wartet tatsächlich ein originales Leichtbaumodell in Seeblau. Nur eine Handvoll gab es in dieser Lackierung. Heutiger Marktwert rund 1 Million Euro. Das ist ein Bild für die Götter. Was habe ich vorbereitet, boah, Matthias? Hä? Farblich? Perfekt. Also, Gemeinsamkeiten, Niki. Wir haben die Felgen, haben ein bisschen Silber dabei und so rundet es das Ganze ab. Auch hier haben wir wieder die Felgen, auch mit Silber dabei. Fuchsfelgen, jawohl. Ich finde es einfach schon krass. Was halt brutal ist, diese Linie. Genau. Ist halt seit eh und je dieselbe. Ganz genau. Vorne die Linie halt mit den Kanonenrohren, ne? Genau. 27er. Von dem her kann man eigentlich sagen, die Scheinwerfer stehen steiler. Hier sind sie flacher. Und in dem gleichen Maße, wie die Scheinwerfer flacher sind, ist auch die Frontscheibe flacher. Aerodynamik? Ja, aber früher wollte man halt da vorne ganz was anderes sehen. Aber es ist einfach ein wunderschönes Bild, diese beiden Autos hier versammelt zu sehen. Und die Farben. Die Farben einfach. Es ist einfach nur geil. Habe ich dir das Herz aufgemacht? Das ist ein Roadtrip. Und das gibt einen Zusatzpunkt für Niki. Nein, und den was nein. Jetzt wieder nicht? Aber ganz mit ehrlich, was willst du noch punkten, wenn sowas? Also jetzt komm mal. Und jetzt setze ich noch eins drauf. Wir fahren mit dem Ding noch eine Runde. Wir fahren jetzt mit dem. Wir fahren mit dem. Also, da muss doch jetzt ein Punkt runter. Wer ja, wenn, dann fahre ich. Bist du 911er Fahrer oder bist du BMW-Fahrer? Also. Komm. Ich genieße es genauso vom Beifahrersitz. Das hoffe ich doch. So, Gänsehaut-Moment, wir starten den Boliden. Boah. 210 luftgekühlte PS treffen hier auf nur rund 1100 Kilo Gewicht. Ich bin komplett geflasht, Niki. Ja, du weißt doch, wenn ich noch mal drin sitze und. Aber jetzt hat man lasst es wirklich so. Man fühlt ganz anders da im Fahrzeug. Wie fährt sich's? Was macht es? Zweiter Gang und. Ja, aber ohne Gas. Wie geht denn der? Das ist ja Wahnsinn. Da merkst du halt Gewicht, gell? Ja. Was Gewicht ausmacht. Ja. Boah.
Da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Ich habe richtig so. Oh. Und es ist ja so, wenn du da früher dieses Ding gehabt hast, hast du jemanden mitgenommen. Das ist wie jetzt, wenn du mit 600 PS Gas gibst. Ja, ja, klar. Da sitzt jeder neben dir. Oh, was hat der für ein Auto? Ich würde sogar eher sagen, damals war es so wie heute mit 800 PS. Wenn man damals, zur damaligen Zeit, jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, 75 oder 76, hast du mit so einem Auto fahren dürfen, hast du gedacht, das ist das Level. Was soll da noch kommen? Was kann da noch kommen? Und so wird es halt beim neuen wieder sein. So ist es halt in einer Tour. Ich bin jetzt einmal gespannt. Du hast jetzt gesehen, ich habe aus dem Porsche-Repertoire einiges geboten. Ja. Was kannst du bieten? Warte ab, Niki. Ha? Es wird technisch sehr interessant, glaubst du mir. Niki, was würdest du sagen auf der Verbindungsetappe jetzt zur nächsten Challenge? Ja. Wenn ich mal den Porsche fahre und du den M4 CSL? Logo. Man muss ja mal wissen, was der andere so alles drauf hat. Ja, so richtig aussteigen will ich eigentlich gar nicht. Nee, ich auch nicht. Was ein Erlebnis, oder? Danke, Niki. Bitte, es war mir eine Freude. Hä? Jetzt tauschen wir die Autos. Jetzt tauschen wir die Autos und ich bin mal gespannt, was du jetzt lieferst, weil das kann man nicht toppen. Sowas kann man nicht toppen. Schlüssel vom M4 Stack. Sowas kann man nicht toppen. Viel Spaß, Niki, genieß es. Weiter geht's beim Grip Roadtrip durch Österreich in zwei Kult-Coupés mit 550 PS. Und zwar wieder nach Norden. Ja, dann fahren wir halt mal BMW M4 CSL. Das ist ja auch ein geiles Auto, brauchen wir ja nicht reden. Erstmal schon mal sehr, sehr seltsam, einen modernen Porsche zu fahren, der ein Handschaltgetriebe hat. Das ist wirklich was Besonderes. Den Turbomotor, die turbobreite Karosserie und ein Handschaltgetriebe. Das ist was, was sehr, sehr lecker schmeckt. Das ist wirklich, wirklich schön. Also da fühlt man gleich Querfugen, also es ist ganz ein anderes Auto. Es ist von der Sportlichkeit wesentlich krasser. Es ist mehr für sportliche Aspekte als wie eben mein 911er. So, Stau, Rettungsgasse. Genau das hier, Stau. Das ist der Moment, wo du dir denkst, warum habe ich keine Automatik genommen? Handschalter oder Automatik? Wie viele Stunden darf ich darüber philosophieren? Mal wieder anfahren, schön die Kupplung ein bisschen schleifen lassen, dass es nicht ruckelt. Wieder einkuppeln, 3 Meter fahren, wieder auskuppeln. Auf der einen Seite das Schöne, aber im Stau ist es halt komplett nervig. Na, Niki? Ja, ich mag den Porsche schon auch gerne, muss ich ganz offen zugeben. Ja, ist eine einfache Nummer, wenn man auf der Autobahn fährt. Wie ist es dann natürlich in Sachen Sportlichkeit so auf einer kleinen Rennstrecke oder in einem dynamischen Parcours entwickelt, ist jetzt das, was wir ja bei der nächsten Challenge schon sehen werden. Und da bin ich jetzt mal wirklich gespannt, weil wir wechseln ja dann wieder zurück. Nach 20 Minuten Stop and Go heißt es endlich wieder Kilometer fressen auf Österreichs Fernstraßen. Fahrtrichtung Steyr. Es wartet Challenge Nummer 2 auf Matthias und Niki. Matthias. Niki, jetzt gibt's was zu erleben. Genau, jetzt kommt die zweite Challenge und das Wichtigste für die zweite Challenge ist, wir wechseln wieder in unsere Autos. Ja, logisch. Ich bekomme meinen Porsche wieder zurück, weil jetzt geht's um Geschicklichkeit und natürlich Übersichtlichkeit. Und Handling. Wir haben hier so eine kleine, wie so ein Stadtverkehr. Genau. Wenn man von oben drauf guckt, ist das ein bisschen wie so ein Hashtag. Zuck, 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 zuck. Ja? Genau, Hashtag. Und wir müssen jede Straße, jeden Weg einmal befahren haben. Mhm. Egal ob vorwärts, rückwärts, wie schnell, ist komplett egal. Mhm. Aber jeder muss einmal befahren sein. Hier ist Start und Ziel. Genau. Ballern hier los und dann kann sich jeder seine Route selber aussuchen. Okay. Und das Ganze geht natürlich auf Zeit. Genau. Um keinen Vorteil zu haben, darf der Gegner nicht zuschauen. Die Sackgassen müssen beide Testfahrer bis einen Meter vor die Pylone befahren. Und dann haben wir einen Unterschied. Ich habe Schaltgetriebe und du hast Automatik. Genau. Okay. Was allerdings, glaube ich, nicht unbedingt ein Vor- oder Nachteil sein muss, weil dieses Automatikgetriebe schaltet sehr, sehr schnell. Ob das jetzt einen großen Unterschied gibt mit Niki Handschalter und ich mit Automatikgetriebe,
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so ganz genau, weil auch Automatikgetriebe brauchen ja oftmals so eine Gedenksekunde. Gut, dann also los. Aber hat deiner überhaupt Top-View? Nein, er hat nicht mal eine Rückfahrkamera, aus Gewichtsgründen natürlich. Okay, dann aus Gewichtsgründen sehe ich es aber noch ein. Aber ich bin halt der faire Sportsmann, so wie ich bin. Dann sage ich, ich klebe sie ab, dass das nicht wieder irgendwie heißt, ich hätte wieder einen Vorteil. Ja. Ja? So sind die Regeln, Niki. Ja, so das hat nichts mit Sportsmann zu tun. So sind die Regeln. Du wärst jetzt also wieder gar nicht gewusst. Ich bin immer so fair, ich lege immer alle Karten auf den Tisch. Also los. Und du immer so. Kleb ab, ich fahr meinen Bock ja, weg. Ja, genau, fahr auf Zeiten. Bei der Challenge kommt natürlich die Orientierung und die richtige Taktik auch dazu. Also es ist leicht geredet. Und dann fährst du um das erste Eck rum und auf einmal, wo wollte ich, wie war die Taktik? So, Niki, bist du ready? Ich bin soweit. Ich muss immer dran denken, wir haben Schaltgetriebe. Das ist ja, wirklich ja, ein bisschen, ja, genau. Das ist ein bisschen komisch. Aber okay, alles wird gut. Das Schlimmste wäre auszuscheiden, weil man was vergessen hat. Genau. Das wollen wir nicht. Also, Niki. Okay, ich wäre soweit. Du nimmst die Zeit, oder? Ich nehme die Zeit. Bist du bereit, Niki? Auf die Plätze. Fertig. Los. Zur Erinnerung, jede Straße auf diesem großen Spielbrett muss einmal befahren werden. In einer Sackgasse bis dicht vor das Hütchen. Matthias hört dabei ganz genau hin. Das ist vorwärts an sein Hütchen hingefahren. Die Frage ist, welches? Ich finde, der fährt relativ langsam rückwärts. Nein! Er hat ihn absaufen lassen! Wow, nein! Das war schlecht! Das war das Schlechte! Also das Wirkliche ist, mit dem Schalten geht's, Übersichtlichkeit geht auch. Und da kommt er! In einem leichten Lüft. 1,32,54. Also vom Schalten her ging es eigentlich. Es ist immer dieser Punkt vom ersten rüber in den Rückwärts. Das ist das Schlimme. Jetzt bin ich gespannt, ob ihm schwindelig ist. Ist ja, dir schwindelig? Es ist. Und dann hat es mich Depp Arno dreht. Gedreht hat sich? Ja, logisch. Yes! Ich habe nur gehört, dass du einmal hast absaufen lassen. Nein, ich dreht's mich. Ja, das es war hat alles dich so. Gedreht? Ja, logisch. Es ist wirklich mit dem Schaltgetriebe, habe ich mir gedacht, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, aber du musst ja schon, dass aus der Mittelgasse in die erste kommst, musst du ja schon Kraft aufwenden und dann musst du noch den Ticken mehr. Also du bist immer ein bisschen so, dein Kopf denkt eh nicht so, wie du das eigentlich brauchen willst. Es ist nicht unbedingt der Vorteil. Ja. Dieses Bullauge da hinten könnte auch etwas größer sein. Ist so, wie es ist. Es ist so, weil da hinten ist der Motor drin, deswegen ist das relativ hoch, deswegen kann man da relativ schlecht halt rausgucken. Ja, es war sehr. Du hast das geschafft, Niki, in 1 Minute 32,54. 1,32,54. Okay. Hast du nach hinten geguckt? Logo. Ich bin immer der, du wo hast nach hinten geht. Geguckt? Ja, immer. Ich mach das Zimmer lieber. 3, 2, 1, go! Ja, dann halt nicht. Ja. Normal wäre die Zeit gelaufen. Ich bin ja gar nicht froh, dass du noch mal fahren darfst. Ich weiß es doch. 3, 2, 1, go! 5. Gang im Wheelspin. Sehr schön. Also Traktion hat dieser Reifen leider überhaupt gar keine. Oh, oh, oh. Piepst, jawohl. Bloß nicht drehen, bloß nicht den gleichen Fehler machen wie der Niki. Kommt einem ewig vor. Jetzt kommt der Punkt, wo ich Trottel mich gedreht habe. Er fährt ganz anders. Ja, das ist keine gute Idee. Also ich sag mal so, die Schaltwechsel, das ist jetzt nicht das Problem. Oh, schon wieder Wheelspin. Alter. Danke. Jetzt haben wir alles, oder? Da sind wir durch, oder? Sind wir da durchgefahren? Ja, da sind wir auch durch. Jetzt
Bin ich gespannt. Ehrlich gesagt, Übersicht habe ich gar nicht nachgeschaut. Ich bin über Spiegel gefahren. Hinten raus, die Übersicht ist relativ schlecht. Mich Depp muss ja wieder drehen. Ich sehe keinerlei Gefühlsregung in deinem Gesicht. Ja. Was ist los? Ja, mich Depp hat es ja gedreht. Aber durch deine Taktik hast du den Dreher wettgemacht. Ich finde, deine Taktik war schlecht. Da bist du so raus und vor und dann ja rückwärts rein. Ja. Und das halte ich nicht für gut. Deine Zeit war 1:32:54. Genau. Und ich habe es gemacht. Fährt in. Der Unterschied ist fast 3 Sekunden. 1:35. Nein! 7, 9. Puh! Puh! Aber es ist unfassbar, dass du einen Dreher einbauen kannst und trotzdem schneller bist. Und daran siehst du, wie super diese Reifen sind, wenn es unter 30 Grad Außentemperatur hat, sage ich jetzt mal so. Aber es ist ja eine gute Erkenntnis und das ist eigentlich schön, dass wir sowas mal machen. Genau. Weil ja, oftmals ist es ein Reifenunterschied. Genau, der Punkt geht an mich und den Porsche. Und Matthias, da ist das 2:0. Es läuft. Ganz toll gemacht, Niki. Ja. Auf zur nächsten Challenge, jetzt bin ich warm. Wir fahren jetzt ins BMW-Werk und schauen uns an, wie dieses ultrageniale Aggregat unter dieser Carbon-Motorhaube hergestellt und zusammengebaut ja, wird. Ja, das ist aber auch was Schönes rausgezaubert. Roadtrip geht weiter. Jawohl, ich folge unauffällig. Jawohl. Nächster Stopp beim Kult-Roadtrip, das BMW-Motorenwerk in Steyr. Denn die M-Power kommt gar nicht aus Deutschland. Der Rhein-6er entsteht hier in Österreich. So, Niki, pass auf. Jetzt wird's sehr, sehr viel moderner. Und du kannst jetzt mal lernen, wie man so einen richtig geilen M4 CSL-Motor zusammenbaut. Okay. Es ist halt nicht für jeden möglich, einfach mal hier hinzukommen und auch, komm, wir gucken uns mal an, wo kommt der CSL-Motor jetzt eigentlich her? Und wir kriegen auch noch eine Führung. Sensationell. Wolfgang, hallo, servus. Grüß euch. Wir haben telefoniert, gell? Hallo, servus. Ja, richtig. Zeigst du uns, wie der Motor gebaut wird? Wir starten in der Rumpfmontage. Bitte mir folgen. Yes. Gerne. Ich habe den ein oder anderen Motor schon auseinanderbaut, dann auch wieder zusammenbaut, dass er auch trotzdem noch funktioniert. Von dem her ist es jetzt sehr interessant für mich auch reinzuschauen. Internes BMW-Kürzel für den M4-Motor S58. Der Mitarbeiter bedient jetzt hier diese Arbeitsplätze, die ausschließlich für den S58 gedacht sind. Das sind halt alle Umfänge, die zusätzlich zu einem Serienmotor gemacht werden müssen, damit wir dann später den wieder fertig bauen. Der Mitarbeiter macht die nächsten Arbeitsschritte und da gehen wir jetzt vielleicht mit zum Turbolader. Jetzt gibt's Turbo. Jupp. Ah. Jetzt hat. Turbolader. Zylinder 1 bis 3 wird hier montiert. Der große Unterschied zur Serie: S58 mit 2 Turbolader, Serie jeweils ein Turbolader. Ja. So, Achtung, okay. Achtung. Oh, Achtung. Jetzt wäre ich fast überfahren worden von so einem S58. Siehst du irgendwo, dass das hier ein CSL-Motor wird? Nein. Du kannst es nirgendwo sehen? Nein. Da steht nirgendwo CSL irgendwo drauf oder sonst was? Nein, das sehe ich leider nicht. Nein. Unterschiede des CSL-Motors zum normalen M4-Aggregat? Anpassung der Motorsteuerung und 2,1 statt 1,7 Bar Ladedruck. Naja, also ich würde schon mal gerne einen von den Schraubern an die Hand nehmen. Ja, leider in der Serie nicht. Der Niki ist doch Meister, warum darf denn der nichts schrauben? Nein, weil hier eine besondere Schulung vonnöten wäre, um hier schrauben zu dürfen. Können wir irgendwo was zusammenschrauben? Was anreichen, was hergeben oder sowas? Oder was wegschieben? Irgendwas möchte ich gerne gearbeitet haben. Ja, wir haben was vorbereitet, wo wir unsere Lehrlinge ausbilden und unsere Mitarbeiter trainieren. Und da würde ich euch jetzt gerne einladen zum Schrauben. An diesem Motor können Niki und Matthias jedenfalls keinen Schaden anrichten. Oder etwa doch? Jetzt versuchen wir, diesen Versuchsmotor zu verschrauben. Das Gute ist, jetzt versuchen wir es. Wir? Wir machen es nicht, sondern wir werden es versuchen. Wir werden es versuchen. Gut, also wir haben hier 6 Zahnspulen. Und jetzt bitte, so wie angezeigt, einen Motor verschrauben. Bitte Anzeige bis in den grünen Bereich. Alles klar. Dann ist es okay. Ja, ich mach schon. Oh! Oh. Leider nicht geschafft, durchgefallen. Du musst halt das merken, dass das da. Du kannst jetzt nicht so einen Hebel und so eine kleine Schraube. Der ist raus. Das ist raus. Ich, dachte, ich bin Meister, ich muss Lehrling ausbilden. Wenn ich so eine Flöte dabei habe, dann kündige ich meinen Job. Schau mal, der reißt so eine Schraube, 6 mm Durchmesser, ist fast gar nichts. Dann kommt ihr daher.
Ich dachte, es wäre ein Drehmomentschlüssel. Das ist ein Drehmoment und kein Abreißschlüssel. Und jetzt war schon nicht schlecht. Jetzt wird es schwierig. Bitte. Wo ist hier die 1? In den grünen Bereich sollst du schrauben. War doch was, oder? Ja, das ist der Grund, warum wir in der Serie keine Verschraubungen durchführen. Jetzt verstehe ich das, warum wir nicht am echten Motor schrauben dürfen. Weil das wirklich Arbeit ist, die sehr, sehr filigran ist. Das ist krass. Können wir denn irgendwas anders machen? Ich glaube, was wir jetzt können, ist unsere nächste Challenge bestreiten. Okay, ja? Da bin ich ja mehr gespannt. Wolfgang, vielen Dank dir erstmal. Hat Spaß gemacht. Auch vielen Dank. Bitte weiter so. Die Motoren sind richtig gut und wir gucken jetzt mal, wie gut sie sind im Vergleich zu einem Porsche. Okay. Ja? Okay. Toi, toi, toi. Viel Spaß. Packen wir's. Merci. Bist du bereit für die letzte Challenge? Eine haben wir ja noch. Ja, ja, es gibt noch einen Punkt zu kriegen. Ja, ich bin mal wirklich gespannt. Jetzt höre ich deinen ganzen BMW ein bisschen anders da, weil jetzt haben wir ja gesehen, wie er gebaut wird oder so. Und jetzt weiß ich, wo der Schmalz herkommt. Ja, nichtsdestotrotz hole ich mir den Punkt. Eine absolut interessante Nummer ist mit den Motoren. Ich weiß, wo die 550 PS herkommen. Ich weiß, meiner hat es auch. Und wir haben noch eine einzige Challenge. Und diese eine Challenge heißt Drag Race. Testcenter, lange Gerade. Wir haben ein absolut heftiges Drag Race am Start. Zweimal 550 Pferdchen, zweimal Heckantrieb, einmal handgerissen. Einmal vollautomatisches 8-Gang-Getriebe. Und jetzt werden wir einen rauszimmern. Alter Schwede, sind hier viele Steine. Niki, ich gehe mal ganz schwer davon aus, du hast es auch gehört. Es ist unglaublich, was unterm Auto passiert an Steinschläge und alles. Geht nicht. Beide haben Diffusoren, da geht unten praktisch die Luft durch. Die Steine werden ja noch schneller rausbeschleunigt und das ist wie Sand gestrahlt. Dass wir uns tatsächlich den Lack von demjenigen, der hinten fährt, ruinieren würden. Und das können wir nicht zulassen. Können wir nicht machen. Es geht schon. Ja, aber es geht nicht gleichzeitig. Ganz genau. Fangen wir mit dem an. Ja, logisch. Jetzt kannst du was erleben, Niki. Ich bin auch wirklich gespannt. Pass auf, mein Freund. Auf der Viertelmeile liegt Matthias im BMW vor. Im Anschluss muss Niki im handgeschalteten Porsche die Zeit schlagen. Die Sitze versprechen schon mal einiges. Da kommst du vor wie in so einen Rollercoaster. Ja, ja. Okay. Geht nur noch hier so der Bügel dazu. Also, M4 CSL Launch Control. Here we go. Absolut vorbereitet. Aktiv und go. Wow, fast gar kein Blitzwind. Ah, perfekter Start. 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190. Und da ist die Viertelmeile. Wow, 11,357. Wie viel hast du die Zeit? 11, 3, 5, 7. Ja, das war jetzt eine Zeit. 11 Sekunden, 3, 5, 7. Das war eine sehr, sehr gute Zeit, glaube ich. Das ist eine sehr, sehr gute Was Zeit. Was sie wert ist, wissen wir, wenn du gefahren bist. Ja. Fakt ist, jetzt sind meine Reifen zum ersten Mal bei diesem Roadtrip warm. Genau. Das war jetzt aller Ehren wert. Und jetzt gibt's Handarbeit. Jalla. Oh. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie schnell du da reist. So was wie eine Launch Control hat er ja jetzt nicht. Ne? Jedes Pörschchen mit einem PDK hat ja sofort Launch Control. Und geil. Sie wird abmontiert mit diesem Stick hier. Weil wenn der Stick drin ist, gibt es keine Launch Control mehr. Also wir versuchen unser Glück. 3, 2, 1 und. Oi. Oh. 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 Das ist Schelle am Schalten. Komm, 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 komm. Eine
sensationelle Maschine, dieser Porsche 911 Sport Classic. Eine noch sensationellere Maschine, dieser Niki Schelle. Alter Schwede, wie der an diesem Knüppel reißt, ist unfassbar. Das Tolle war, beide haben es mit einer 11 gemacht. Ja. Aber eine 11 ist ja eine sehr lange Sekunde, in der man sich bewegen kann. Ja, und das Schlimme ist, also, dass eine 3 eine tiefe Zahl ist, 11-3. Und ich habe eine 11-8-9-3. Eine halbe Sekunde Unterschied. Damit kommst du mal hier ein Stückchen rüber. Damit geht dieser Punkt an den M4 CSL. Und da ist das 2-1. Das ist für mich der Ausgleich. Ja, gefühlt vielleicht. Aber ja, der Sieger von allem bin ich. Es steht 2-1, Niki. Genau. Es steht 2-1. Und damit ist dieser geile Roadtrip leider vorbei. Und leider hast du ihn auch noch gewonnen. Das ist doch auch wiederum schön. Gar nicht gefällt. Das ist doch schon wieder sehr schön. Denn man muss sagen, beide sind unterschiedlich. Beide Fahrzeuge sind unterschiedlich. Beide machen mega, mega Spaß. Ja. Beide wird man nicht so oft zum Gesicht bekommen. Wahrscheinlich ist das das letzte Mal, dass wir die so auf offener Straße zum Gesicht bekommen. Ich hatte mega Spaß. Nebenbei natürlich auch der Sieger. Ist natürlich schon sehr gut. Herzlichen Glückwunsch, Niki, zu diesem Sieg. Danke. Nächste Woche geht's weiter. Auf jeden Fall. Schönes Wochenende. Auf jeden Fall auch. Servus. Feuer. Hi. Danke, dass du unser Video angeguckt hast. Wir hätten gerne, richtig gerne, dass du unseren Kanal abonnierst, die Glocke natürlich aktivieren, lass ein Like da, kommentier irgendwas, was ich wieder falsch gemacht habe. Los, bitte los, viel Spaß. Und wenn du noch Bock hast, guck dir das Video von der letzten Woche an. Hier oben geht's zum Video.